So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Letzte Woche war Kalt Ram Release. Da kam dann auch Set Booster raus. Und ich liebe ja Set Booster. Ich werde jetzt erstmal einmal ganz kurz. So. Ich liebe Set Booster und deshalb machen wir jetzt mal Set Booster auf. Die neue Art von Boostern, was mir schon aufgefallen ist, die Dinger sind made in USA. Ich weiß nicht, ob ich es sehen kann. Ja, kann man sehen. Das bedeutet, die haben nicht diesen normalen glatten Finish, den unsere deutschen Karten haben, sondern den immer noch den ekligen, wie die amerikanischen Set Booster aus dem letzten Set. Das ist nicht so geil. Ich hätte es gut gefunden, wenn sie die deutschen Karten wenigstens in... Oh mein Gott, mit Unterschrift. Yes! Wenn sie die deutschen Karten wenigstens in Belgien gedruckt hätten. Oh mein Gott, wir haben hier die Schlange mit Unterschrift. Sehr cool. Sieht man auch sehr, sehr gut die Unterschrift. Dann haben wir einen verschneiten Wald. Das ist hübsch. Ich mag dieses Ding drumherum. Ich würde mir wünschen, dass ich das mal in Foil sehe. Eisbergschreiter. 5 Mana 4-4. Wenn ein Spiel kommt, tappen wir ein Artefakt oder eine Kreatur, die ein Gegner kontrolliert. Und falls Snowman ausgegeben wurde, um diesen Zauberspruch zu wirken, enttappt die während des nächsten Tappsegments nicht. Das ist ziemlich mittelmäßig. Bis schlecht. Lidyara Sippensucher, Gestaltwandler. Das heißt, er hat alle Kreaturentypen. 4 Mana 2-4. Und wenn er ins Spiel kommt und falls man 3 oder mehr Kreaturen kontrolliert, die einen Kreaturentyp mit ihm gemeinsam haben, kriegt er eine +1/+1 Marke und wir machen Hellsicht 1. Boah, nett. Goldar Spitzhacke. 2 Mana Ausrüstung für 1 Mana. Wenn eine Kreatur damit Kampfschaden zufügt, kriegen wir einen Schatzspielschein. Yes! Weil wir diese Goldadern rausprügeln. Yes! Vor allem mal ausrüsten. Hammer. Hammer. Zunderherzriese. 7 Mana, 7-6. Trampel und fügt einer bestimmten Kreatur, der einen Gegner kontrolliert, 7 Schadenspunkte zu. Also normalerweise sind die gethemed. Die sollen gethemed sein. Ich bin mir nur nicht sicher, was hier das Theme ist. Ehrlich gesagt. Zerquetschen. Jetzt ist es auf jeden Fall Giants. Giant, Giant, Giant. Aber was die beiden da drin zu suchen haben, vielleicht zählt Wandelwicht auch als Giant. Also ja, tut's, aber... Ja, zerquetschen, super cool, wie dieser Troll einfach von dem Riesen mit dem Daumen so runtergedrückt wird. Geil. Dieser Zauberspruch kostet 3 Mana weniger, falls man einen Riesen kontrolliert. Und es fügt einer Kreatur am Planeswalker 6 Damage zu. Das ist gut. Das ist gut. Bewaffnet und gepanzert. Das ist auf einmal ein Zwerg. Giants und Zwerge bisher. Es sind Ankamen, Fahrzeuge, die du kontrollierst, werden bis zum Ende des Zuges Artefaktkreaturen und bestimme einen Zwerg, den du kontrollierst und lege eine beliebige Anzahl an Ausrüstungen dran. Das heißt nicht nur Zwerg, sondern auch Vehikel. Da kommt dann das Vehikel, das passt dann. Kolossalischer Flug, 2 Mana 6-3 mit Crew 6. Es gibt lustigerweise den Ochsen, der den crewen kann. Und immer wenn der angreift, kriegst du 3 weiße Mana, hältst 3 Lebenspunkte und verlierst das Mana nicht bis zum Ende des Zuges. Was super, super cool ist. Dann haben wir ein weiteres Vehikel. Jetzt haben wir ein Theme. Siehst du, man muss nur meckern. Vergoldeter Sturmkarren, 3 Mana 5-1, verursacht Trampelschaden mit Bemannen 2. Und man kann 2 Schätze opfern, um den aus dem Friedhof die Hand zurückzunehmen. Das ist nicht schlecht. So, jetzt könnte, glaube ich, die erste Rare schon kommen. Oh mein Gott, sie kommt sogar. 2, 4, 6, 8, 9. 10, 11, 12? Bin ich richtig? Ah ne, das waren unsere beiden Wildcards. Die beiden Sturmkarren und Ding waren unsere Wildcards. Oder haben wir 2? Egal. Das mit dem Aufbau ist immer noch so ein kleines Mysterium. Ihr könnt mir das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Oder den Link dazu posten. Mir fällt auf, die Ecken sind super spitz gecuttet. Das ist übel. Aber das ist halt amerikanischer Druck. Das ist halt einfach für den Arsch. Immer Sturmjäger. 4 Mana 3-3 fliegend. Und wenn er getappt wird, schicken wir eine Karte unserer Wahl aus dem Friedhof ins Exil und legen eine +1/+1 Marke auf den. Man kann eine andere Kreatur opfern, um dem Unzerstörbarkeit zu geben und den tappen. Ja, Vampir Dragon ist nett. Ist nett. Was ist das für eine Karte? Das ist eine Wildcard, das ist eine Wildcard. Ich bin verwirrt. Frostgipfel Yeti, non-foil. 4 Mana 3-3. Für 2 Mana kann in dem Zug nicht geblockt werden. Sehr, sehr starke Karte. Warum kommt eine Rare dann eine... Was? Irgendwie eine Foil. Schlachtfeldraptor. Der sieht richtig cool aus. Vogelfliegend Erstschlag. Und yes, Minigame.
Minigame Nummer 2. Ich will wieder ein Minigame-Video machen, für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben. Und wenn ihr noch Minigames habt, schreibt mich mal irgendwie an auf Instagram, auf Discord, Facebook, irgendwo per E-Mail, ist mir egal. Die müssen halt, sollten halt möglichst deutsch sein, damit ich sie besser erklären kann. Und wenn ihr welche davon habt, die jetzt nicht die Nummer 2 sind, weil die habe ich jetzt schon, schickt mir da einfach mal was. Da können wir bestimmt was ausmachen zu. So, das war das Booster. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Black Seed. Ciao, ciao.